Oh, da ist Phyllis. Sie ist gerade auf dem Weg zu ihrem Laden wahrscheinlich. Hallo, schönen guten Tag. Also erstmal Gratulation, dass Justin tatsächlich pünktlich angekommen ist. Ich hätte damit nicht gerechnet, weil er ist mit der Deutschen Bahn gekommen. Und da habe ich ja echt von den letzten 5 Mal, wo ich gefahren bin, immer ins Klo gegriffen. Entweder ist der Zug ausgefallen oder war Stunden zu spät oder. Also ihr kennt ja wahrscheinlich, wenn ihr öfters mal Bahn fahrt in Deutschland, die Bahn kommt, nur nicht pünktlich. Das ist immer die Frage, wann. Ja. Das ist immer die Frage, wann. Von daher finde ich es schön, dass er jetzt da ist. Wir sind jetzt hier im verregneten Berlin und wir fahren jetzt gerade den Markus abholen, meinen Doppelpartner für das nächste Hyrox-Event, was wir in Polen haben, Katowice. Heute sind es noch genau 21 Tage, bis wir an den Start gehen. Und ich muss sagen, ohne zu übertreiben, und das kann dann vielleicht auch Justin nachher bestätigen oder auch nicht, dass wir in absoluter Topform sind, was Hyrox angeht. Also man muss ja sagen, ich bin ja eigentlich jemand, der von der Schnellsportart umgeswitcht ist, vom Bobfahren und Sprinten, was sehr kurz ist, starke Belastung, und jetzt so ein Event wie Hyrox, extrem ausdauerlastig. Ist natürlich nicht einfach, weil ich muss ein bisschen meine Kalorien reduzieren, ich muss versuchen abzunehmen. Das habe ich auch einigermaßen gut geschafft. Ich bin heute Morgen nüchtern nach der Toilette 91,9 Kilo schwer gewesen. Und dafür, was ich momentan so im Training leisten kann, ist es schon echt gut. Es ist immer noch schwer für Hyrox. Ich glaube, der durchschnittliche Hyrox-Athlet ist so 70, 80, die schweren. Hunter McIntyre, der aktuelle Weltmeister, ich glaube, der wiegt so in seiner Bestform so 86 Kilo oder so. Aber das ist eh eine ganz andere Hausnummer. Von daher, ich bin sehr optimistisch, was das angeht. Und wie gesagt, wir holen jetzt Markus ab und dann trainieren wir im Rideside CrossFit Gym. Ich war noch nie da, aber es gehört Markus seinem Papa. Von daher nehmen wir euch heute einfach mal mit, ohne groß Schnickschnack, ohne groß Musik. Zeigen euch mal schöne Trainingseinblicke. Und auch einfach nur, wie wir jetzt 3 Wochen vorher nochmal so ein richtiges CrossFit-Workout, Hyrox-Workout durchgrinden. Und genau. Perfekte Vorbereitung natürlich. Wir waren gerade in der Köfterei und haben einen unglaublich großen Teller Köfte gegessen. Mit Hähnchen. Mit Hähnchen. Bei mir gab es nur Hähnchen, aber es macht sich besser. Es war bestimmt 700 Gramm Hähnchen. Bestimmt. Und dazu noch Bulgur. Er war sehr lecker, aber eine Stunde vor so einem Workout ist es meistens nicht so geil. Mal gucken. Deswegen trage ich nur die Kamera heute. Ich werde auch keinen Joker-Einsatz mehr machen. Hat man eh nicht gesehen beim letzten Video. Nee. Also wir sehen uns gleich, wenn wir Markus einsacken. Yes! Neue Game-Typen? Wie läuft's? Alles gut? Grüß dich. So, wo müssen wir jetzt hin? Ja, jetzt geht's Richtung Lichterfelde. Götzallee. Genau, Götzallee, und dann bist du bei der 299 dabei. Ich habe gerade einen Espresso geholt, der ist so stark, der zieht mir so richtig unrhythmisch das Arschloch zusammen. Finde ich so richtig uncool. Wie geht's dir? Mir geht's cool soweit. Ich bin guter Dinge. Heute ist der erste Trainingstag der Sache seit 5 Tagen. Ja, jedenfalls erster Trainingstag heute seit 5 Tagen. Warum? Tatsache durch Krankheit, ey. Ich war die Woche richtig raus. Aber wir hatten auch letzte Woche ein recht hohes Pensum, hatten wir, ne? Um ehrlich zu sein. Vom Training her war sehr, sehr stark letzte Woche. Und ich glaube, Recovery war so ein bisschen semi. Jedenfalls hat es mir Montag so richtig in den Arsch getreten, richtig so Fieber, Schüttel, Frost und die ganze Scheiße. War auf jeden Fall nicht so schön. Ja. Aber jetzt. Jetzt wieder fit? Läuft wieder. Hoffe ich, werden wir heute sehen. Wunderschönen guten Tag. Achso, ich wusste nicht, dass wir gerade hier einen auf DS. Ich dachte, das ist wieder so eine Stillszene. Nein. Können wir es dann nochmal machen? Ist eigentlich ganz witzig. Eigentlich sind wir schon seit einer Stunde drin und machen Fotos, aber Justin meinte, es sieht einfach viel besser aus, wenn wir von außen nochmal reinkommen. Von daher, wunderschönen guten Tag. Also, wir haben ja schon im Auto gedreht. Heute im. Heute sind wir bei Wildside CrossFit. Mega Location. Ich hab Bock. Heute der erste Tag bei mir nach der Krankheit. Ich bin sehr, sehr gespannt, was heute geht. Genau, erstmal ganz kurz. Wer ist dieser gut aussehende junge Mann?
Mein Name ist Markus, ich bin derjenige welche, der das Hyrox Area Management macht und bin heute hier mit meinem Double Partner für die nächsten paar Races und ich glaube, wir haben einiges vor, auf jeden Fall. Was macht die aktuelle Form? Sehr gut sogar. Ich muss sagen, toi toi toi, ich bin weder krank gewesen noch irgendein anderes Gebrechen gehabt. Und ihr wisst ja, wie es ist, wenn du viel trainierst. Markus war ein gutes Beispiel, der hat die ganzen letzten Wochen gehämmert und dann kam irgendwann die Erkältung. Und von daher, fingers crossed, bisher sieht es sehr gut aus. Auch leistungsmäßig, muss ich sagen, war ich bisher noch nie so gut für Hyrox vorbereitet wie jetzt. Ich würde sagen, man sieht schon im Gesicht. Bestimmt. Topform. Es ist bei mir immer so, ne? Also, sobald ich abnehme, geht es im Gesicht zuerst. Aber es wäre schön, wenn es noch 2 Kilo weniger werden in 21 Tagen. Wie hat es gerade gesagt, 21 Tage zum ersten Double. Ganz genau. Wo startet ihr? Wir sind in Katowice beim ersten gemeinsamen Double. Ich bin super gespannt, ey. Es wird, glaube ich, sehr, sehr geil. Wir hatten letzte Woche sehr, sehr, sehr coole Einheiten. Und aber mal gucken, dass wir da jetzt auch heute ein bisschen anknüpfen können. Wie gesagt, ich war letzte Woche echt richtig raus, ey. Hab mich da, glaube ich, nicht so aufs Recovery fokussiert, wie ich das vielleicht hätte tun sollen. Aber ich bin total guter Dinge. Ja, manchmal ist ja vielleicht auch so eine Woche dazwischen mit Break gar nicht so schlecht. Wir gucken einfach mal, wie es heute läuft. Und werden die Sache mal relativ entspannt angehen. Ein bisschen gucken, was der Puls macht. Läuft. Was für ein Feeling. Zurück in der Sportklamotte. Da geht mir doch das Herz auf. Geht nochmal Lulu und dann geht's los. Das wolltest du gerade hören, oder? Da ich nochmal Lulu gehe. So, Workout, was hast du? Ich habe ein bisschen was zusammengestellt. Wir werden heute. Lass denn, ich geh nochmal pullern, ja? Viel Erfolg! Danke! Also er ist dann nochmal ganz kurz weg, scheinbar. Was macht er? Er wollte, glaube ich, nochmal pullern gehen. So. Ja. Gehst du nochmal pullern gerade? Ja! Ah ja, er geht nochmal. Hände waschen, wir fassen den gleichen Wallball an, ne? Nur das, was ich Bescheid vorher geklärt habe. Oh, da wird's ernst. Warte mal, ich geh mal lieber gucken, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Ist ja alles okay? Ja, immer wenn ich so schwer heben muss, ist immer anstrengend. Nein, ich verstehe das. Willst du machen? Steckst du nicht drin. So, haben wir es aufgesprochen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir es an. Ja? Ja. Alles mit dabei heute. Ski, Wallballs, Lunges, Row, Carry. Volles Programm. Und ich muss sagen, dieser Köfteteller liegt mir immer noch schwer am Bauch. Ja? War aber lecker, ne? War lecker, aber ob das so schlau war, den vorher zu essen, ist die andere Sache. Finden wir jetzt raus. Ich würde sagen, gehen wir ganz konservativ an. Ja. Na dann. Pace versuchen wir auch beim Wettkampf. Na, 1,40, ein bisschen unter 1,40 vielleicht im Wettkampf. War der erste Durchgang? Jo. Oh, langsam warm. Es schlägt einmal hoch, ja, und wenn jetzt runter. Oben ran, weil das sind so 2 Sekunden, ja, wo wir eine schnellere Transition machen könnten. Okay. 2.
Hälfte. Mal gleich mit sauberer Rückgabe. Ja. Auf einen Zentimeter abgemessen. Siebzehn, 18, 19. Yes, sir. Jo. Merkst du Erkältung noch, oder? Puls ist gut. Tatsache gut. Ich bin sehr überrascht. Also nach dem Ski war er kurz oben. Dachte ich auch erst so, schau mal. 8, 9. Alles gut. Achso, wir haben nur 10. Ja. Yes. Fünf in 1000. Sehr gut. Fester. Ich habe gerade verstanden, letztes. Ich dachte, ich schnell zu. Philipp, was sind die Stärken von Markus? Wie schätzt du eure Chancen jetzt ein? Unsere Chancen schätze ich sehr gut ein. Es kommt doch immer darauf an, auf was schätzt man sich ein, was möchte man erreichen. Und wir haben ja schon seit Monaten gesagt, dass wir unter 60 Minuten laufen. Und da habe ich dieses Mal überhaupt keine Zweifel dran. Was schon letztes Mal mit dem Stefan geklappt hätte, der dann leider Wadenkrämpfe bekommen hat. Aber Stärken von Markus auf jeden Fall hat eine brutale Ausdauer. Und ich finde aber, einen guten Trainingspartner ist das sportliche Level das eine, aber auch, dass man gut miteinander matcht, dass man weiß, wie reagiert so der eine, wenn er angeschlagen ist. Und ich glaube, das passt bei uns ganz gut. Wir sind beide für Hyrox-Athleten relativ schwer. Also Markus hat auch deutlich über 80 Kilo. Knapp, ja. Mittlerweile knapp, ja. Was siehst du gerade? Was habe ich denn jetzt? 81,5, sowas. Okay. Nicht viel drüber, aber. Ich bin 12 Kilo schwerer gerade noch, aber trotzdem für Hyrox relativ kräftig. Von daher sind wir super gut an den ganzen Kraftübungen, sehe ich überhaupt kein Problem. Die Frage ist nur, wie lange können wir die Pace halten im Laufen über die 8 Kilometer? Wo ich echt optimistisch bin, so. Gerade besonders deshalb, ich finde, du hast halt einfach in gewissen Disziplinen einfach diese Power, diesen Bums dahinter, ne? Allein auch schon durch die Wucht, durch die Kraft. Und ich glaube, was Laufen angeht, kann ich uns dann nochmal vorziehen. So. Ich glaube, das ist einfach das perfekte Match, was man, glaube ich, für so ein Race braucht. Ich glaube, wenn wir beide ein Athlet in einem wären. Ja. Aber es gibt es ja nicht. Von daher, aber ich glaube, wir matchen halt gut. Und der Riesenvorteil, wir sind hier beide in Berlin, wir können regelmäßig trainieren. Und das macht super viel aus. Glaube ich auch. Da sind die Kleinigkeiten, wie übergeben wir den Sack. Ja. Man lernt den anderen kennen. Du kannst ihn auch ein bisschen lesen, wenn er dann zum Beispiel schwächer wird oder wenn ich schwächer wird, dann weiß ich, okay, da kann er reagieren. Und von daher passt das, glaube ich, sehr gut. Ja, wow. Also ich würde auch, glaube ich, echt so weit gehen zu sagen, dass das mein stärkstes Double wird bisher. Ja, würde ich definitiv sagen. Wie oft bist du schon Hyrox gelaufen? Oh, ich kann es jetzt aus dem Stegreif gar nicht sagen. Bei mir ist es, glaube ich, das sechste Mal. Sechste? Fünfte oder sechste Mal. Ja. Ich zähle mal zu Hause die Patches und dann gucken wir mal. Und schon für 5 weitere Rennen angemeldet dieses Jahr. Tatsache, stimmt, ey. Und 3 stehen, ne? Ja, genau. Wo geht's alles hin?
Als nächstes Polen, Kopenhagen und New York. Bam. Und ich mache noch Karlsruhe und Berlin. Bin ich auch bei beiden definitiv da. Karlsruhe übrigens auch jetzt neuerdings, habe ich noch mal kurzfristig mitgenommen. Ne? Wird geil. Also, Männerpro? Ich mache tatsächlich ein Double mit der Kollegin von Harvard. Ganz entspannt. Und, er macht gerne Doubles. Ja, mache ich gerne. Ich finde, also Double ist das Race, das macht Spaß. Ja. Und das Einzige ist wirklich so ein Race, wo du, ja, da musst du halt schon echt gucken, ne? Da musst du halt timen, da musst du, da hast du keinen bei dir, der dir nochmal zwischendurch den Dabei Dabei ist auf jeden Fall das kleinere Rennen, finde ja. ich, mehr Spaß. Gerne Unbroken mitnehmen. ~150 Ja. Wie schwer sind die Kugeln? 32 Kilo pro Seite. 33? 32, das ist Pro-Race-Gewicht für Männer. Schon die werden einfach, auf Dauer, werden die schon relativ schwer. 15. Ah, komm! Der war echt knapp jetzt. Okay. Das gleiche als andersrum. Yes, sir. Ich denke, das ist der Vorteil von den Handschuhen wieder. Du hast einfach mehr Grip. Wirklich ist es. Jein. Es geht auf echt um Griffkraft, ne? Ja, auf jeden Fall. Und go. So gute Kraft oder eher schlechte? Geht so. Let's go, komm Markus. 100. Ich muss sagen, es ist sogar ein bisschen schwieriger mit dem Handschuhen. Auf Haut fährst du besser. Also Nachteil Handschuh. So, Workout geschafft. Was gibt es zur Belohnung? Philips Gain Cake natürlich. Der hat mir so einen großen gemacht. Jetzt gibt es nochmal die Hälfte. Ganz eine perverse Scheiße. Workout war sehr geil. War gut heute, ne? Wie gesagt, auch echt sagen. Markus ist ja angeschlagen gewesen, von daher wollten wir eh nicht so hart dran gehen, aber wir sind beide fit. Jetzt heißt es gesund bleiben. Jetzt heißt es gesund bleiben auf jeden Fall. Fand ich auch sehr, sehr schön übrigens, auch wie er zum Beginn meinte, ja, wir gehen mal mit einem moderaten Pace ran und ich gucke dann irgendwann so, ja, so eine 1,29. Denkst du, okay, ganz so moderat wird es dann wohl doch heute nicht, aber ja, wir haben es überlebt heute auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Puls war durchgehend im coolen Bereich. Tatsache nach dieser Krankheitswoche doch. Bin guter Dinge, ja. Ich wollte gerade sagen, wir müssen festhalten, wir sind beide fit und es wird ein schönes Rennen werden. Wir werden Spaß dran haben und ich bin mir sicher, dass wir unter 60 Minuten laufen werden. Und dann überraschen wir uns mal selbst. Und wir fangen ja gerade erst an mit der Saison. Ist ja erst das erste Rennen von 5, die jetzt kommen werden. Ja. Von daher bin ich guter Dinge. Sehe ich auch so. In jedem Sinne. Guten Hunger. Guten Hunger. Habt ihr Spaß? Like, teilt und kommentiert. Backt meinen Kuchen nach. Wer das Rezept haben will, einmal in die Kommentare schreiben. Ja.
lohnt sich. Ja. Ciao.